Ja, ich halte Verständnis für einen Hypothesentest für sehr wichtig. Ich springe direkt rein mit der Aussage, 30% aller Schüler und Studenten lieben Mathematik. Falls ihr jetzt aufschreit und sagt, das ist nicht so, da kommen wir vielleicht gleich zu, wie man dann jetzt mit so einer Aussage dann umgeht, wie man die dann eben testen kann. Wenn wir jetzt mal n gleich 1000 Leute, also 1000 Schüler und Studenten befragen, liebst du Mathe oder nicht? Wenn das stimmen würde, diese 30%, was würdet ihr dann erwarten? Das wären 1000 mal 0,3, also 30% von 1000, 300, die sagen, ja, ich liebe Mathe. Und jetzt kann man das Ganze ja auch visualisieren. 0 bis 1000, da beziehe ich mich dann jetzt auf die Binomialverteilung. Ich frage, liebst du Mathe? Ja oder nein ist die Antwort. Wir haben also nur zwei Möglichkeiten. Wir fragen unabhängig die Leute voneinander, sie können sich also nicht beeinflussen. Und die 300, wenn das alles stimmt, hätte ja dann die höchste Ausprägung von der Wahrscheinlichkeit her. Und drumherum wird alles immer unwahrscheinlicher. So, das ist ja jetzt vielleicht, na, das ist ein bisschen aus der Hand natürlich. Hier sieht man jetzt vielleicht auch, wenn ich den Sprung schaffe, von Binomialverteilung zu Normalverteilung, da soll es ja hier gar nicht drum gehen. Da kennt man vielleicht, ich könnte so ein bisschen hier so die Glockenkurve, also von der Art her drumherum zeichnen. Man hat hinterher vielleicht normal verteilte Zusammenhänge, vielleicht nähert man mit der Normalverteilung an. Für euch wichtig ist die Optik. Okay, wenn das alles so stimmt, dann, wenn ihr die Binomialverteilung zum Ausrechnen zur Hilfe nehmt, dann könntet ihr jetzt die Wahrscheinlichkeiten berechnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 0 sagen, sie lieben Mathe, dass 300 sagen, sie lieben Mathe, dass 500 sagen, sie lieben Mathe, dass 1000 sagen, sie lieben Mathe. Und wenn das stimmt, wird die höchste Wahrscheinlichkeit natürlich bei 300 sein. Und wie gesagt, drumherum nimmt alles ab. Und jetzt könnte man eben Folgendes machen. Jetzt fragt man 1000 Leute und sagen zum Beispiel, naja, ich sage jetzt mal 20, sie lieben Mathe. Worauf deutet das jetzt hin? Naja, diese Aussage wird wahrscheinlich doch nicht korrekt sein. Und was würdet ihr jetzt sagen? Ihr würdet natürlich interpretieren, naja, es werden wahrscheinlich wesentlich weniger sein, also ist dieser Prozentsatz viel zu hoch. Es kann ja auch sein, vielleicht sind wir 2, 3, 4 Jahre weiter und man hat realisiert, wie viel Spaß eigentlich die Mathematik machen kann und so eine Umfrage ergibt, was weiß ich, 800, die Mathe lieben. Was würdet ihr dann natürlich sagen? Ja, 800 ist so weit über dem Wert natürlich von 300. Das muss mehr sein als 30% und projiziert das jetzt, vielleicht mal Spaß dann beiseite, auf eine Produktionseinheit in der Firma, was auch immer, dass es eine Aussage gibt, so und so viel Prozent ist die Ausfallquote, so und so viel Prozent, vielleicht irgendeine Wahl, wählen den und den und ihr sollt halt untersuchen, ob das stimmt. Das wäre ein erster Einstieg oder man hat eine Vermutung, dass es eben nicht mehr so ist. Und dann geht es ja für euch darum, wähle ich einen linksseitigen Test oder einen rechtsseitigen Test oder einen beidseitigen Test. Und natürlich auch eine interessante Geschichte, mit den Sigma-Umgebungen zu arbeiten. Und da vielleicht auch nochmal, ich quetsche hier so ein paar Sachen einfach rein, wenn ich weiß, okay, hier ist jetzt Erwartungswert μ. Und dann gibt es die sogenannte Standardabweichung Sigma, das ist so hoffentlich gut getroffen. Und dann werdet ihr etwas vorfinden, wie nach rechts und nach links weg die 1-Sigma-Umgebung oder die 2-Sigma-Umgebung oder die 3-Sigma-Umgebung. Das ist jetzt nur angerissen, da schieße ich dann auch zu einem entsprechenden Video raus. Damit ihr jetzt auch gerade wisst, oftmals ist es so, die einen arbeiten mit der Sigma-Umgebung, die nächsten arbeiten mit Tabellen, die nächsten arbeiten wiederum mit einer anderen Version. Ich habe eigentlich zu allem Videos produziert in der Playlist Hypothesentest. Und wenn ihr so grob jetzt so dieses Verständnis habt,
wie das Ganze visualisiert werden kann. Deshalb versuche ich auch mal mehr Videos aufzunehmen zum Verständnis. Wenn man das dann neben seine Aufgaben legt und dann ein Verständnis dafür entwickelt, dann wird es hinterher eigentlich relativ einfach, solche Texte zu zerpflücken und dann entsprechend in die Rechnung zu gehen. Also wie zum Beispiel hier, wir hätten H0, Doppelpunkt P, die Nullhypothese ist hier jetzt gleich 0,3, also 30%. Manchmal steht dann da sowas wie kleiner gleich oder größer gleich direkt, dann habt ihr sofort einen Hinweis, wenn ihr links und rechts interpretieren könnt. Es ist die Frage, was ist bei euch auch vorgegeben? Habt ihr überhaupt nichts in der Schreibweise? Und ich komme immer wieder zum gleichen Punkt. Wenn ihr das von der Visualisierung habt, hier ist der Erwartungswert, nach links weg wird es weniger im Sinne von weniger von der Größe her, hier wäre 30% und hier wird es weniger, nach rechts weg wird es höher, also es ist eigentlich mehr, dann könnt ihr zuordnen, wenn ihr zum Beispiel einer sagt, jemand hat behauptet, dieser Wert ist wesentlich niedriger, werdet ihr jetzt wahrscheinlich. Und das ist jetzt zu prüfen. Also prüfen wir doch mal die Hypothese H0, 30%, ob sie denn wirklich wesentlich niedriger ist. Also teste ich auf H1, Doppelpunkt P1, kleiner 0,3. Und wie gesagt, die Auswürfe alle in der Playlist, wenn man Hypothesentest, wenn man da durch ist, sollte es eigentlich kein Problem sein.